Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Günther, der YouTuber-Story. Im Moment sind wir, wenn ich nicht blöde bin, mit Pixelmatsch unterwegs und seinem Deckerbohr Sora. Falscher Button. Und sind hier im Moment in einer komischen Stadt, in der ich mich mal kurz umgucke. Das Haus ist komisch. Du willst Karten? Nein, ich wollte nur wissen, ob man hier Tränke oder so bekommt. Bei uns gibt's nur Yu-Gi-Oh! Karten. Nein! Warum? Gibt's hier noch ein Secret? Digga, was ist denn das für ein Laden? Und hier steht eine Statue. Man kann mit der nicht interagieren. Das ist toll. Ich hoffe, heute läuft es ein bisschen besser als letzte Folge. Wer die nicht gesehen hat... Lasst es. Warum greifst du mich jetzt an? Spüre die Macht meines Handys. Shadow King LP. Drei Pokémon. Wobei ich echt sagen muss, ich habe das Gefühl, dass so Pixelmatchs Anteil des Games der einfachste ist. Einfach weil dieses freaking Deckerbohr alles zerpflückt. Vergleich das mal irgendwie, als wir mit Mark war's, glaube ich, unterwegs waren. Gegen Hansa. Oder mit Chillers gegen Hansa. Und so viel, ich hab mich schon in Folge 2 genervt. Dieses Mal nicht. Seht ihr Crit und es macht 30 ungefähr. Aber ich muss sagen, also die Musik ballert vor allem echt gut in diesem Spiel. Außer halt in den paar Situationen, in denen sie nicht funktioniert. Zombie. Du meinst Pfanze. Pfatze. Sorry, Pfatze hier. Ganze 2 Erfahrungspunkte. Powerbank? Ich darf mich noch in der Stadt weiter umgucken, oder? Bitte? Danke. Ich wollte noch gar nicht gegen dich kämpfen. Das hat mich jetzt ja auch geheilt, sehe ich das richtig genau. Ich meine nicht, dass es so nötig gewesen wäre. Okay, wow, das ist ein verpixelter Ort. Ist das Celebi oder Lavita? Der PC ist defekt und wird auch in Zukunft nicht funktionieren. Wer ich das weiß, frag doch. Einfach ihren Celebi oder ihren Arzt Apotheker. Oder Doofenschnitz. Für die Doofenschnitz, dann denke ich mal, das ist Celebi. Ich lass dich nicht in die Vergangenheit gehen, Günther. Was ist die Vergangenheit? Nein, nein, das ist eine Zeitmaschine. Ich muss in die Vergangenheit, um meine Freunde zu retten. Er ist rein. Klingt logisch, aber vorher muss ich euch testen. Warum glaube ich, die Musik funktioniert hier nicht? Und jetzt muss ich also gegen Celebi kämpfen. Das wird ja ein sehr schwerer Kampf. Wirklich? Es ist ein unfassbar schwerer Kampf. Also jetzt wirklich hier der Part, wo ein Pixelmatch ist der einfachste im Game. Punkt. Das sage ich so, wie ich es denke.
Du hast mich besiegt, jetzt schicke ich dich in die Vergangenheit. Rette Taubsi, Schwalbini, dein Freund. Und noch was, nicht wundern, ich schicke dich zu dem, was geschehen ist. Los geht's, Celebi. Was ist hier passiert? Egal. Ich habe da auch keine Ahnung. Es scheint, als wären das Erinnerungen von jemand anderem. Verkaufst du Tränke? Ja klar, Peter hat mich geschickt. Was willst du? Willkommen bei Celebis Zeitreiseverkauf. Wirklich? Celebi verkauft jetzt hier. Aua. Und jetzt? Ach so. Die Zeitreise hat nicht funktioniert. Ich weiß jetzt auch nicht, ob da jetzt irgendwie eine Szene hätte ich spielen sollen, die nicht geklappt hat, aber... Ich heile deine Pokémon. Herzinfarkt! Ja, wie viele Pikachu sind das noch? Wer weiß nicht, auf jeden Fall ist der junge Mann gegangen, wird höchste Zeit, ihm hinterher zu gehen. Das tu, weißt du nicht. Ganz sanft leg ich's auf den Tisch. Das haben wir schon mal gehört in der vorletzten Folge. Weiter geht's, wieder bei Marc. Diese Szene hab ich gemacht, damit die Musik richtig funktioniert. Eigentlich war es das Ende im alten Game. Und der Rest war Bonus. Mehr geht nicht bei mir. Wo bin ich hier? Warum sieht dieser Ort aus wie eine Ruine und... Och, nicht Hamza. Hey, ich mach da einen kleinen Deal. Durch die Maske hat sich das gerade kurz angehört, wie so dieses Wer wird Millionär fiel, während die so überlegen. Deswegen war ich gerade komplett verwirrt. Einen kleinen Deal, den du nicht ablehnen kannst. Ein Deal, gib mir einfach Cellas zurück und lass ihn in Frieden. Du kümmerst dich so sehr um das Wohlergehen deines Partners, was? Gib ihn zurück! Nur unter einer Bedingung. Du musst mich in einem Pokémon-Kampf besiegen. Was ist der Haken? Verlierst du? Stirbt er halt! Nein! Ich würde das nicht zulassen. Ich nehme deine Herausforderung an. Weise Wahl. Dieses D sollte es ins Spiel schaffen, aber leider nicht besonders. Wo hat man WC beim RPG? Ach, dieses Mal ist es sogar mit Bild. Und diese Gestalt links verwirrt mich. Dieses Titelbild ist wirklich ein bisschen cool. Was ich halt hier wieder einen interessanten Fakt finde, ist, wie der Titel auf dem Bild oben anders geschrieben ist als unten in der Textbox. Das kennen wir aus dem Original. Ursprünglich sollte das Spiel anders heißen. Anscheinend schon wieder Musikprobleme. Ah, wenn ich irgendwie einen Weg finde, das zu fixen, warum hat der drei Viecher, der Junge? Okay. Hoffen wir, dass es irgendwie klappt. Okay, Panzerschutz, er wird vermutlich trotzdem sterben. Ich meine, die Musik passt auch als Battle-Theme, aber... So, Cellast habe ich besiegt. Oh nein, Level 10 Shadow-Pokémon. Crit! Aber dieser Kryptoschlag ist halt krass. Ich meine, wisst ihr doch, als wir zum ersten Mal gegen die Hansa mit Hydropil gekämpft haben, zack, ein Angriff, tot. Mit Cellast. Und Flamly. Auch Krypto. Ah, das ist nicht sehr effektiv, wenn es Krypto ist, oder... Ich benutze es jetzt trotzdem nochmal, ist egal, das war's. Ja, auch einer der Gründe, warum Fragezeichen. Man wahrscheinlich sagte, dass das Hydropin ein bestimmtes Level haben sollte in der Arena.
Mal ohne wäre das echt schlimm gewesen. Warte, ich müsste dich doch irgendwie köstlich weitermachen mit der Story. Ja. Das weiß ich, habe ich letztes Mal nicht hinbekommen. Einfach, dass ich ihn von hinten ansprechen muss. Was Chelas beim Kampf währenddessen gefühlt hat. Wo bin ich hier? Chelas, spürst du diese Macht? Zeig mir diese Macht und besiege Mark. Nein. Ich weiß schon, wenn du das nicht machst, dass ich dich einfach umbringen kann. Ich soll Mark angreifen, aber ich kann nicht. Was soll ich nur tun? Wir werden immer zusammenbleiben, egal was passiert. Los, greif mich an, ich halte es schon aus. Mark! Mark, sei bitte noch da drin. Und wo hat der auf einmal sein zweites Pokémon her? Und warum ist das Hydropi jetzt 12 Level gesunken und ein Shadow-Pokémon? Die Musik ballert aber wieder. Ich meine, wenn es nicht so wäre, dann hätte ich keine Chance. Das ist mir durchaus klar, aber... Digga, also die Musik ist echt... Ist vermutlich mein Lieblingsteil am ganzen Spiel, die ballert richtig. Ich hoffe halt nur, dass nicht irgendwann ein Copyright-Track drin ist. Plötzlich, genau, der Track gerade ist Copyright. Ein Track wurde schon mal... Fragezeichen, man, Shadow-Pokémon. Gewonnen! Skill und Rasierblatt, jetzt wirst du rasiert. Ich meine, ich hab den Kampf eh schon gewonnen, aber... Halte durch! Und Geld. Gab's diesen Kampf auch im Original? Ich bild mir ein, das nicht. Gut gemacht, Chelas. Du hast dir mal glauben lassen, dass es dich nie gegeben hat. Damit hast du deine Aufgabe erfüllt. Was? Aber ich wollte doch... Und weil du so gut erfüllt hast, muss ich nur noch den letzten Zweifel von Mark entfernen. Und zwar dich. Ich habe einen Chelas getötet. Dieses Gelächter, es war also in Wahrheit Darkrai. Ach, das... Ich dachte, das hat man erst ganz am Ende des Spiels erfahren. Ich dachte, das hätte man erst ganz am Ende der Hauptstory in der Liga erfahren. Köstlich. Nun gib mir schon Chelas zurück. Hast du gar nicht gemerkt, dass ich dich eingeladen habe? Ich hab Chelas getötet. Das kann nicht wahr sein. Wenn du mir nicht glaubst, dann schau dir den zerstörten Pokéball an. Pokéball. Pokéball! Chelas! Und sollst du immer noch zweifeln? Ich hab ein Schreiben auf meinem Handy. Ach so, das beweist alles! Chelas? Chelas! Hätte ich doch nur nie beschlossen, hierher zu kommen. Ich war so ein Egoist. Ich wollte nur meine Heimat wiedersehen, wo ich aufgewachsen bin. Aber hätte ich das gewusst, dass ich dich verlieren würde, wäre ich nie hergekommen. Letztendlich. Ich wäre bei dir geblieben. In guten Zeiten und in schlechten Zeiten. Ich hoffe, du kannst meine Entschuldigung annehmen. Schließlich bist du eigentlich tot. Warte, er beginnt langsam aufzuwachen. Mark, kannst du mich hören? Du träumst. Chelas, das Abenteuer, was ich mit ihm erlebt habe, war alles nicht echt. Nichts davon ist wirklich passiert. Das heißt, dass ich schlafe. Zu diesem Zeitpunkt bin ich dann aufgewacht. Mein Gehirn und meine Seele waren sich einig. Chelas hat nie existiert. Aber mein Herz kannte die Wahrheit. Und irgendwann werde ich zur Wahrheit zurückkehren und Chelas retten. Das verspreche ich dir, denn da sagt mir mein Herz. Ende von diesem Teil im Moment. Ah, eine Spinne, warte, die kenne ich doch. Warum bin ich jetzt in einem Jump'n'Run? Egal, ich soll weitergehen. Hast du mich vermisst?
hab das Gefühl, vor allem hier im Pixelmatch-Abteil, die Musik passt nicht ganz. Den Cut hab ich als relativ nervig in Erinnerung, aber halt auch machbar. Und ich meine, wir beginnen mit Safcon Level 1, Rocky. Oh, ein Whipmap. Das ist Feuerflug, wie wir wissen. Weiß jetzt halt nicht, was mehr Schaden machen wird. Donnerschock oder Aquavelle. So oder so ist es ein Two-Hit. Das müsste auch mal ein bisschen machen. Oh Gott! Ich meine nicht, dass die Musik mir nicht passen würde als Kampfmelodie. Aber Kacke! Der war verdammt stark! Bowser ist auch Feuer, das wissen wir. Aber er ist nur auf 30, das traue ich dir zu. Ja, ist auch ein One-Hit. Level up. Aua. Ich wollte gerade sagen, ich muss jetzt auf jeden Fall speziell angreifen, dann ist mir eingefallen. Speziell? Darf ich? Hallo? Speziell? Speziell? Und? Speziell. Oh Gott, macht das wenig. Dieses Ekelhafte! Was ist denn das? Der Fluch geht doch weg, wenn das Ding tot ist, oder? Das ist ekelhaft, dieses Zwirpens. Batman. Ist besiegbar. Nein, der Fluch wirkt noch. Ich muss mich heilen, ansonsten bin ich tot. Und ich hab gerade noch gesagt, dieser Kampf, ich hab einen schlimmen Erinnerung. Und vorher sage ich die ganze Zeit noch, ja, das hier von Pixelmatch ist einfach. Und dann kommt so ein Zwirpfitz um die Ecke, sagt Hallo Ibis! Super, das schadet mir jetzt, dass ich nicht mehr einschlafen kann. Mann, wie lang wird der Fluch? Da bin ich nämlich fast 12. Leben in einer Runde. Bitte sagt mir, das tötet. Sehr gut. Ah, wie lang wird denn der Fluch? Oh, so lange, bis ich gewonnen habe. Ich dachte, er hätte noch eins. Nein, das lief so gut wie letztes Mal. Ich dachte, der hätte noch eins. Ich bereue nichts. Währenddessen lädt Jagged einem Freund von ihm ein. Wir können nur alle retten, wenn du uns dabei hilfst, Nightmare OP. Warum sollte ich euch helfen? Weil du der Einzige bist, der die Welt retten kann? Warum sollte unsere Welt in Gefahr sein? Weil jemand erweckt Dimensionen mit Pokémon, die auf Videospielen basieren. Und?
Ein paar dieser Pokémon-Spieler haben ein Virus. Dieser Virus ist doch nur in den Spielen. Bald wird er materialisiert und wirklich existieren und uns alle auslöschen. Das ist der Grund, warum wir ihn dort stoppen müssen, indem wir ihn aufwachen lassen. Ah, ich verstehe. Genji, den Rest überlasse ich dir, denn diese Welt hat mich selber dabei. Ja, Ruby Destiny 2. Okay, anscheinend bin ich in einem Schloss, aber warum kommt mir das so bekannt vor? Bist du hergekommen, um mir eine Einladung für Smash Brothers zu geben? Ja. Ja, nach all diesen Jahren! Ich glaube, ich habe jetzt was Blödes angestellt. Du hast mich angelogen? Jetzt habe ich Waluigi gemobbt. Baby! Wie konntest du? Oh, schön! Das Vieh! Das fand ich letztes Mal schon toll. Wenn du in Smash Bros. Genauso stark wärst wie hier, dann hat's schon noch einen Grund mehr, dass du nicht drin bist, Waluigi. Wenn ich jetzt mich selber treffe. Danke. Nochmal hier so auf 100. Boah, sogar noch mehr geheilt, als ich dachte. Wir haben Waluigi besiegt. Ich glaube, es fehlt gar nicht mehr viel bei Pixelmatch. Ich bin auch mal gespannt, sobald die ganzen bekannten Teile kommen. Keine Ahnung, wenn hier ein Schild steht, aber die Zeichen kann ich nicht lesen. Einerseits frage ich mich, wann eigentlich mal meine Kollegen gekommen, meine Geschichte, meine Boys, Günther, Lorecke, die Walross-Edition. Verdammt, Nightmare P ist in einem Loop gefangen. So, wir haben den ersten Erfolg. Er wacht gleich auf. Wo bin ich hier? Jemand wacht wieder auf. Was soll ich mir tun? Soll ich wirklich riskieren, ihn zu retten? Warte eine Sekunde, ich hol dich wieder raus, Nightmare P. Wie geht's dir? Gut, glaube ich. Ich glaube, ich sollte nach Hause gehen und mich schlafen legen. Diese Simulation hat wirklich reingehauen. Unsere Produkte sind halt klasse. Mark machte sich auf den Weg nach Hause mit dem Gefühl, verfolgt zu werden. Komm raus, was willst du von mir? Mein Name ist Genji und ich habe ein Computerproblem. Ich dachte, du könntest mir dabei helfen. Woher weißt du, dass ich mich mit Computern auskenne? Für was soll sonst das Labor da gut sein? Hört sich logisch an. Gut, ich helfe dir. Er soll sich einfach vom ICE besiegen lassen. Das war auf Let's Play Ruby Rescue Rangers Blind Abbruch. Dank Mystery. Ich kann nicht lesen. Wow, danke, das funktioniert. Freut mich, dass ich dir helfen konnte. Wie heißt du nochmal? Ibims. Nicht dein echter Name, sondern einen anderen. Okay, nenn mich Fragezeichen, Mann. Dinger. So durchsteift durch die verschiedenen Welten. Zum Beispiel lernt sich das Team Flinke Freunde kennen. Es war böse, weil ich sonst der Virus bemerkte, dass ich rumschnüffelte. Überraschenderweise aber gab es mich in keiner Welt ein zweites Mal. Bis auf in einer. Und zwar in der von Jagold. Machte mich aber nach kurzem Aufenthalt weiter, denn die Leute mögen dort keine Bänder. Warum hast du das Universum zerstört, Pokefinst? Das war... Ja, ich brauch mir die 10 Euro um. Für was? Egal, seit ich in dieser Gameboy-Dimension bin, ist mir langweilig. Oh, da ist jemand. Hast du zufälligerweise 10 Euro? Wofür denn? Für meinen Schaukelpferd! Schau dich mich so an! Du hast doch nur einen Baum. Hatte ich das richtig im Kopf?
Low Redfield Sat Out Baum. Der wohl schwerste Kampf im ganzen Spiel. Wir spielen jetzt Australien. Es war sehr effektiv. Der Witz hat mir wehgetan. Was soll ich jetzt tun? Nicht so scheiße sein. Gibt's hier eine Statue? Nope. Braucht man wohl nicht. Anscheinend stürzt gleich das Game ein, denn hier ist alles nur schwarz und weiß. Es geht nicht um den großen Reis, wir sind nicht in China. Heute besprechen wir den falschen Last. Spinne ich langsam oder wieso sieht sie nach Kostümfest aus? Chillast, in einem Gerichtssaal muss man die Fresse halt. Oh nein, Gerichtssaal! Ich meine. Gute Musik. Warum sind wir in einem Gerichtssaal? Weil du tot bist und wir überlegen, was wir mit dir tun sollen. Was? Das kann nicht sein, Mark! Weißt, das hört sich hart an, aber du hast ja auch kaum Zeit. Diese Welt basiert auf Elektro-Tod. Weißt, was ich tun muss, egal ob ich tot bin oder nicht. Ich finde einen Weg zurück zu Mark. Du wirst anders als die anderen. Sie akzeptieren ihren Tod. Warum willst du zurück? Weil Mark mich gerade am meisten braucht. Ich spür das. Wie willst du das anstellen? Hier gibt's keinen Weg raus. Außerdem glaubt Mark schon, dass es dich nicht gibt. Nein, es gibt genug Teile, die ich nicht festhalte. Deswegen lasse ich mich nicht aufhalten. Ich kann ja auch als Geist besuchen. Stellst du also gegen den Tod und versuchst abzuhauen? Na schön, aber so leicht werden wir dir es nicht machen. Schließlich entscheiden wir hier über dein Leben, nicht du. Nein, es ist mein Leben? Also stellst du dich gegen einen Todesgott. Du wirst dann versucht, gegen die Kindheit von Mark zu gewinnen. Ultra Let's Play. Du hast genau 10 Minuten, um mich zu besiegen. Mehr brauche ich nicht. Und hier machen wir in der nächsten Folge weiter. Lasst ein Abo da, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Bis dann und ciao. Heute lief's doch deutlich besser als letztes Mal.